muss man sich das erklären, Herr Englisch? Also was sind denn die Dinge dahinter, die zunächst mal auch dazu geführt haben, dass diese vier Menschen eines Mordes beschuldigt wurden, von dem man heute weiß, das haben die nicht gemacht? Ja, also es ist eigentlich, heute weiß man ja mehr oder weniger, wie es gelaufen ist. Es gibt ein neues Verfahren, die Staatsanwaltschaft hat das gerade aufgerollt. Mhm. Also passiert ist, soweit man das heute beurteilen kann, Folgendes. 1976 Italien. Es gibt eine riesen Auseinandersetzung zwischen den Kommunisten und den Christdemokraten. Mhm. Die NATO hat eine Wahnsinnsangst, dass das passiert, was passieren wird. Die Kommunisten werden an der Regierung Italiens beteiligt. Das erste NATO-Land, die Kommunisten in der Regierung haben, also auch Geheimnisse nach Moskau verraten könnten. Was passiert? Die rüsten Sizilien auf mit einem geheimen Aufrüstungsprogramm, das in Italien Gladio hieß. Das mhm. heißt, sie verstecken Waffen in großen Mengen. An diesem Abend im kalten Januar 1976, am Ende der Welt, Alcamo Marina ist ein winziges Kaff. Damals gab es die Landstraße, noch heute gibt es eine Autobahn. Über diese Landstraße fährt ein LKW mit jeder Menge Waffen. Mhm. Diese beiden Carabinieri, die überhaupt nichts damit zu tun hatten, keine Ahnung haben, halten diesen LKW an. Gucken da rein, denken, der Hammer, da ist ja jede Menge Kriegswaffen drin. Die Leute, die diese Waffen transportiert haben, fahren mit dem LKW weg, rufen rum an und sagen, Mist, die haben uns erwischt. Das war ein NATO-weites geheimes Programm, mhm. hieß Stay Behind. Es gab es in Deutschland, in Frankreich, überall. Aber die Italiener hatten an diesem Tag, in diesem Nest in Sizilien, diese geheime NATO-Operation verraten. Und das wussten nur zwei Carabinieri. Und jetzt passiert etwas, das uns damals immer so aufgeregt hat. In dieser Nacht kommt ein ganz professionelles Kommando, schweißt die Tür auf dieser winzig kleinen Carabinieri-Kaserne mit einem riesen Schweißgerät. Geht rein, erschießt die beiden Carabinieri und begeht ein perfektes Verbrechen. Keine Spuren, keine Pistolenhülsen, kein gar nichts. Ein paar Tage später kommt die Staatsanwaltschaft dort und sagt, ein 18-Jähriger, zwei Minderjährige, der eine war 16, der andere 17, haben sich ein Schweißgerät besorgt, das hochprofessionell ist, eine Riesentür aufgeschweißt, sind da reingegangen, haben ein perfektes Verbrechen begangen. Und wenn man sie dann fragte, wozu denn, haben die gesagt, naja, die sind eben so. Dass das nicht hinhauen konnte, war vollkommen klar. Was mhm. passiert? Die beiden Carabinieri sind tot. Das Programm Gladio läuft immer weiter. Erst 1990 kommt dann raus. Es hat tatsächlich massive Waffendepots gegeben. Mhm. Und es haben mehrere Ministerpräsidenten. Als ich 87 nach Italien gekommen bin, war das ein total eklatanter Fall. Und ich habe mit zwei mhm. Ministerpräsidenten, mit Andreotti mhm. und mit Craxi darüber geredet. Und meiner Ansicht nach wussten die beide, was damals passiert war. Mhm.